Fünf Minuten später, der FCK mit Herrcher. Und es ist Florian Pick. Sickinger steckt clever durch. Wieder auf Pick. Der steht frei vom Mantel und er lässt sich diese Chance nicht. Saisonauftakt gegen Unterhaching schon so ein kleines bisschen unter Druck. Und dem hielten sie in der Anfangsphase auch stand. Die Weißen Lautra mit diesem Ball von Kühlwetter auf den linken Flügel. Und da ist Florian Pick gegen Behunek. Und den macht er nass. 1:0 für den ersten FC Kaiserslautern nach 5 Minuten. Florian Pick schon mit dem 1:0. 10 Minuten gespielt im Schwabenländle. Tolle Kombination der Gäste. Dominik Schad behält die Übersicht. Und Timmy Thiele muss nur noch reinschieben zum 2:0. In der 8. Minute. Ausgleich? Nee, es kommt der Konter für den ersten FC Kaiserslautern. 4 gegen 1 in der 91. Minute. Fechner für Manfred Starke und der behält die Übersicht. Florian Pick, der Doppelpack zur Entscheidung. 3:1 in der Nachspielzeit. Der Cheftrainer sieht Kaiserslautern im Vorwärtsgang in der Nachspielzeit von Durchgang Nummer 1. Das ist Florian Pick. Sein viertes Saisontor. Treffsicher. Sascha Hildmann nach 2 Liga-Pleiten in Serie die Kurve. Sie sind zu Gast in Zwickau. Der FSV zu Hause noch ungeschlagen und ohne Gegentor. Doch das ändert sich in der 7. Minute, weil die Roten Teufel so anrennen in Person von Timmy Thiele. Er erzielt. Weit erkennbar von den Hausherren und das ändert sich auch nicht zum Ende des ersten Durchganges. Schnell ausgeführt der Freistoß. Thiele mit der Reingabe und dann ist es der Innenverteidiger Odabas. Von Joe Enox. Das ändert sich erst einmal auch nicht in Durchgang Nummer 2, weil in der 52. Minute wieder Thiele auf das gegnerische Tor zuläuft. Sein zweites Tor an diesem Abend. Sein insgesamt viertes. Antworten die Gäste. So, in der 71. Minute. Umschaltmoment über Kühlwetter. Der sieht Pick und Pick abgeklärt. Sein fünftes. Lautern kann sich befreien. Und dann diese Situation, was ein Mega-Fehler von Hähne, vom Innenverteidiger. Deswegen gibt es die große Gelegenheit für Kühlwetter und der hat die Nerven. Schütteln das Ganze gut 20 Minuten, 34. Spielminute, Standardsituation und die Antwort hat es in sich. 1:1 Ausgleich über Kevin Kraus. Total verunsichert in der Defensive, zeigte sich dann aber nach 11 Minuten mal offensiv. Pick. Und der holte dann diese Einzelaktion raus. Der Ausgleich aus dem gar nichts für den FCK bei Florian Pick. Auch im vierten Auswärtsspiel der Saison. Weiter drauf. Der lange Ball, dann Beck mit dem Ballverlust gegen Bachmann. Kaiserslautern mit schneller, starker Spielverlagerung. Kühlwetter auf Pick. Pick packt ihn rein zum 1:0 in der 63. Minute. Das Tor durch Florian Pick, den Ex-Magdeburger. Das Brett zu bohren, aber die Antwort folgte prompt. 51. Minute. Carlos Sickinger, der Anschlusstreffer. Mit diesem wunderschönen Tor erst die Flanke von Sternberg. Berzel zu kurz mit der Kopfballabwehr und dann wuchtet er das Ding per Vollspann. Ihnen, das war die falsche Entscheidung. Halbe Stunde rum. Lautern beißt sich rein in diese Partie. Das ist Dominik Schatz. Den Ball wollte er noch behalten. Und dann Hämlein. 1:1 Ausgleich. Mit absoluter Entschlossenheit. Mit dem unbedingten Sekunde, aber Lautern drückt und Lautern ist die bessere Mannschaft in der zweiten Halbzeit. Der eingewechselte Jonjic Skalatidis, gibt's denn das? Die Latte, aber Pick, während alle noch über die Situation sinnieren, hat er die Ruhe. Stoß, Starke und auch hier wieder die Gier auf den zweiten Ball. Alles geklärt und dann wollen sie unbedingt schnell zum Abschluss kommen. 3:1 die Entscheidung. Gino Fechner zur Halbzeit eingewechselt. Am Ende Gegentore. Als alle dachten, jetzt wird es ganz übel, da zeigten die Gäste plötzlich doch Moral. Starke lang auf Thiele. Da ist Thiele. Eben erst eingewechselt und er macht das Joker-Tor zum 3:1 in der 73. Minute. Lautern versuchte, mal irgendwas zustande zu bringen. Nachspielzeit in Durchgang 1 und Milde mit dem Patzer und Pick, der spekulierte perfekt. Plötzlich war Lautern wieder zurück im Leben. Wieder mussten sie einem Rückstand hinterherlaufen. Dieser Rückstand aber ein Hallo-Wacheffekt. 28. Minute,
Der Freistoß von Pick findet den Kopf von Philipp Hercher. Und der mit seinem ersten Saisontor zum Greifen nahe. Der Widerstand der Lautra auch gebrochen. Kurz keimte nochmal Hoffnung auf Skalatidis. Kurz nach seiner Einwechslung setzt er sich hier sehenswert durch und trifft zum 2:3 der Ex-Würzburger. Wir sind kurz vor der Halbzeit. Lautern will noch mal ein bisschen mehr. Das ist Dominik Schatz. Ziele. Kirchhoff kann erstmal noch klären und dann ist es auch richtig ruhig. Sieht nicht wirklich gefährlich aus, aber Lukemia, der den Ball sich nicht erst zurechtlegen muss. Uerdingen drückt und Lautern kann sich aber immer wieder locker mit guter Passsicherheit befreien. Absoluter Riesenpass von Thiele auf Christian Kühlwetter, 0:2, 57. Minute. Das Thema Umschalten beim ersten FC Kaiserslautern funktioniert heute richtig, richtig gut. Ein öffnender Pass und da ist Timmy Thiele, verfolgt von zwei Uerdingern. Königshofer ist noch dran. Und das ist die Entscheidung, 3:0 Lautern, Timmy Thiele. Voran, Kühlwetter holt den Ball gegen halbherzig verteidigende Rostocker. Pick in die Gasse, zurück zu Kühlwetter und der macht das Tor. 1:0 für Kaiserslautern in der passive Rostocker. Und der FCK machte weiter, allen voran Pick gegen den ersten, gegen den zweiten. Dann ein Trick von Pick und das Tor, Pick, Pick, Pick. Was eine Show von Florian Pick, sein 10. Saisontor und ein Salto. Folge gut unterwegs und das gilt auch für dieses Auswärtsspiel. Der FCK mit Vorteilen, Zug auf Pick, Pick. Der Ball kommt zu Bachmann und der erzielt die frühe Führung. Im ersten FC Köln in der Jugend und in der Regionalliga, jetzt mit Kaiserslautern hier zu Gast in Köln. Umschaltspiel des FCK, Ball lief gut, Thiele nimmt den Kopf hoch und sieht Kühlwetter, der Bonner Junge trifft. Die Viktoria mit ordentlichem Ballbesitz, Passagen, dann aber das Zug auf Thiele, Tor. 3:0 FCK, 64. Minute, Kaiserslautern konzentriert und effektiv. Du hinten raus vielleicht noch mal ins Wanken? Nee, Kaiserslautern nicht, denn sie hatten ihn. Skalatidis, what a goal! 88. Minute, der Joker, 18 Minuten. 60. Minute, der FCK mit besserer Körpersprache, die Gastgeber spritziger, schneller, mit mehr Biss und Intensität im Spiel. Dann die 82. Röser, sein Querschläger, landet bei Pick und der macht so Haken und rein damit. Traumtor zum 1:0 für Kaiserslautern in der 82. Minute durch Florian Pick, sein 11. Saisontor. Klasse gemacht vom wuseligen Stürmer, die Erlösung. Pick macht schick. Waren mitgekommen und machten das Ganze zum Heimspiel für die Roten Teufel. Wir steigen ein in die Partie. Hercher auf Florian Pick. Dessen Pass misslingt aber erstmal. Aber dann Derek Höhn mit dem Fehler. Kühlwetter zum ersten, zum zweiten. Drin das Ding. Die Führung für den ersten FC Kaiserslautern nach einem guten Start. Der Bayern. Beide Teams nicht mehr so offensiv. Dann die 81. Minute schon. Erst wird diskutiert, dann Skalatidis auf Kühlwetter. Und der macht es einfach abgebrüht. Doppelpack für Christian Kühlwetter. Nicht hingehen. Und damit waren die Lauterer auf der Siegerstraße. Sie verlegten sich aufs Konter. Und Kühlwetter immer noch mit Sprit im Tank auf Skalatidis. Der setzt sich durch und macht das Ding. Die Entscheidung. 86. Minute, das 3:1. Und auch hier. Somit 1:0 zur Pause für Haching. Nach dem Seitenwechsel aber der Blitzstart für Lautern. 51. Minute. Zug quer rüber zu Kühlwetter. 1:1. Natürlich. Das brachte mit Timmy Thiele einen weiteren Offensivmann. Aino. Dann geht's weiter über Hercher, der eingewechselte Chivci. Gauss, was macht der denn da? Und dann kommt Timmy Thiele, der Ausgleich. 80. Spielminute. Abwehrriegel zu bespielen. Hier mit Löhmannsröben. Diese Abwehr vor die Beine von Carlo Sickinger. Der hält einfach mal drauf. Dann kommt Skalatidis und Kühlwetter mit dem Ausgleich. Nur 6 Minuten nach dem Rückstand. Der
verdiente Treffer. Wir sind in der 73. Spielminute. Lautern in dieser Phase spielbestimmend und mit gutem Vorwärtsdrang. Da ist wieder Pick, der sucht in der Mitte Thiele, aber der findet Hendrik Zuck. Und da ist der Treffer, 1:0. Durch den Mann, der erst gut 15 Minuten vorher eingewechselt worden ist. Der Joker sticht und so sieht das aus, wenn man im Derby trifft. Der 6:1, danach übernahm er Boris Schommers als neuer FCK-Trainer. Früh im Spiel gab es eine erste Ecke für Kaiserslautern. Zuck mit der Ausführung und da ist Kraus, der Innenverteidiger, mit vorne das 1:0 in der 6. Minute. Voran Florian Pick auf seiner linken Seite als Impulsspieler. Hier ist er am Ball und Pick zündet Richtung 16er. Röser und Kühlwetter ist da und macht das 2:1 für Kaiserslautern. Zwingen. Und wieder ging es über Pick und seine Dynamik. Er zieht rein in den 16er und Bruder ging ganz ungeschickt hin. Natürlich war auch das ein Elfmeter. Schiedsrichter Stegemann zeigte sofort auf den Punkt. Chance zum 3:1 nun also und Kühlwetter trat an zum Doppelpack. Jawohl, 68. Minute. Das 3:1 für Kaiserslautern. Bringt die anschließende Ecke, getreten von Pick. Der kann nicht nur Tore schießen, sondern auch Vorlagen geben. André Henault in der 5. Minute markiert er das 1:0. 3 Jahre trug er selber das Trikot der Magdeburger. Hier perfektes Timing beim Kopfball. Perfekt aber. Kunde für den FCK, der zunehmend mit Defensivaufgaben beschäftigt war, dann aber die 13. Minute. Jannik Bachmann mit einem guten Zweikampf auf Hendrik Zuck und dann kommt Florian Pick, der Top-Torjäger des ersten FC Kaiserslautern, an den Ball, sieht Lukas Röser. Röser allein vor Hiller, 1:0. Perfekt ausgespielter Konter der Roten Teufel und Erlösung für Lukas Röser mit seinem ersten Saisontor seit seinem Wechsel. Und seinem Team auf dem Betzenberg stattfinden. Der FCK also zu Hause mit einem Gastspiel, aber von Beginn an in Durchgang 1 die bessere Mannschaft. Nach Ballverlust von Grösch, Pick auf Kühlwetter, Zulu zu weit weg und das 1:0 nach 6 Minuten für den Gast. Doch das änderte nichts an der Richtung des Spiels. Immer wieder Pick, aber wieder der Pfosten. Doch sie blieben einfach dran. Pick, schnelle Drehung, Carl Zeiss viel zu passiv und dann ging es ruckzuck. Und wenn es vom Punkt nicht klappt, macht das halt aus dem Spiel heraus. 37. Spielminute. Da kommt parteiische Nicolas Winter sieht diesen Kontakt und entscheidet vollkommen zu Recht auf Strafstoß. Ein Fall für Timi Thiele und der macht humorlos durch die Mitte. 9. Saisontor für Timi Thiele. Die erste Nacht hat eine gute Stunde vorbei. Chemnitz beim Einwurf vertändelt hier diesen Ball und dann geht's schnell über Pick. Dann der lange Ball auf Kühlwetter. Der behält die Übersicht, zieht den eingewechselten Lukas Röser. 0:1 aus Sicht des Chemnitzer FC, der bis dato so gut mitgehalten hatte. Und Lukas Ball läuft scheinbar gut, dann verliert Tuma den Ball und dann geht's richtig flott beim ersten FC Kaiserslautern. Zuck findet die Lücke und sieht Manfred Starke, 2:0. Manfred Starke mit seinem ersten Tor im Dress des ersten beenden, zumal noch eine Rechnung offen war vom 0:3 im Hinspiel. Der erste FC Kaiserslautern mit 4 Änderungen bedacht aus einer stabilen Defensive zu kommen und das mit Tempo, mit Timi Thiele, 7. Minute, Kühlwetter mit der Hacke, Pick, so einfach ist Fußball. 1:0 für den ersten FC Kaiserslautern und das Ende der Durststrecke von wieder Uerdingen, diesmal mit Daube. Dessen Pass kommt aber nicht an und Lautern mit der Nadelstichtaktik, mit schnellen Kontern, mit dem Umschaltspiel. Hier mit Manfred Starke zum ersten Mal seit dem Restart in der Startelf auf Kühlwetter. Der hat den Kopf oben und findet wieder Florian Pick, 42. Minute, 2:0. Aus einem Doppelpack wird ein Doppelpack.
sind angebrochen. Uerdingen musste früh wechseln. Dominik Marot verletzt, runter, verschärfte die Lazarett-Situation. Und in der Rückwärtsbewegung waren sie weiterhin anfällig. Hercher schickt den eingewechselten Comebacker Yannick Bachmann. Röser läuft mit. Röser bekommt den Ball. Röser vollstreckt. 3:0 für den FCK. Gnadenlos effektiv. Hat er zu Hause erzielt. Damit war aber noch nicht Schluss. Wir gehen in die Endphase der Partie. Der erste FC Kaiserslautern kreierte nochmal Ballbesitz und trug nochmal diesen Angriff vor mit Carlo Sickinger, wieder mit Hercher. Und dann ist es der eingewechselte Hendrik Zupp in der 86. Spielminute mit dem 4:0 Endstand. Und Kaiserslautern war in Durchgang Nummer 1 die bessere Mannschaft. 39. Minute, wieder Pick beteiligt. Dann ist das Röser und das ist Morabet. Die 1:0 Führung für Kaiserslautern. Zum ersten Mal stand er überhaupt in der dritten Liga in der Startform. 4 Minuten später, der erste FC Kaiserslautern, wie auch schon in den letzten Begegnungen, aus einer stabilen Defensive heraus. Über Sickinger, dann über Pick. Auch diesmal wieder in der Startelf. Hercher mit dem Auge für Christian Kühlwetter und er dreht sich einmal um die eigene Achse. 1:0 für den FCK. Christian Kühlwetter. Phase, Eckball, Kaiserslautern, der zweite, Chifchi, und dann kommt Philipp Hercher und er macht ihn. Philipp Hercher, ein perfekter Nachmittag für ihn. Ein Treffer vorbereitet, einen eingenickt. 86. Minute. Wir sind in der 90. Minute. Nochmal ein langer Ball von Abdus Pahic. Und dann erobern sie die zweiten Bälle. Hier mit Röser, mit dem eingewechselten Zug. Und dann Morabet. Der hat eine tolle Woche hinter sich gegen Rostock, hat er seinen ersten Profitreffer gemacht, Mohamed Morabet. Und leichte Beute für Aftos Bahic, er ersetzte Lennart Grill, der mittlerweile abgewandert ist. 67. Minute, da ist Timmy Thiele und der wurde eingewechselt und sagt nett Hallo. Der erste FC Kaiserslautern spielt eben immer noch mit, Kühlwetter bereitet vor, Thiele lobte diese Flanke. Von Willem Zwee, ihren neuen Arbeitgebern, keine Spielerlaubnis bekommen hatten. Wir gehen rein in die zweite Halbzeit. Kurz nach Wiederbeginn erst der Blocker und dann geht's schnell über Morabet. Und dann Nico Feltan, was macht der denn? Kühlwetter dazwischen, Kühlwetter mit dem 1:0 für den ersten FC Kaiserslautern. Schon im Hinspiel Christian Kühlwetter an allen drei Toren beteiligt, mit 2 Treffern selbst geschossen und einem vorgelegt. Aber den hat Nico Feltan vorgelegt und ja, hinterlässt.